Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. So, wir sollten eigentlich hier mal weitermachen und in dieses Gebäude rein. Allerdings, ja, wird uns das sicher nicht so einfach gelingen. Und wir sind natürlich stehen geblieben in London. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Abgeschlossen. Aha. Keine Reaktion. Was machen wir denn jetzt? Hallöchen. Hallo. Abflug, Süße. Das hier ist Privatbesitz. Wir wollten zu Monsieur Medowski. Ach ja? Arbeiten Sie für Mr. Medowski? Nein, ich stehe hier zum Vergnügen und schneide sein Grünzeug. Klar arbeite ich für ihn, Himmelherrgott. Wer zum Teufel sind Sie jetzt? Ich bin Nico Collard und das ist mein Kollege George Stubbard. Ach, ist ja niedlich. Können Sie zählen, Schätzchen? Ja, klar. Dann ziehen Sie ab. Denn erstens, kein Schimmer, wer Sie oder Grinsebacke da sind. Zweitens, Sie haben hier absolut nichts zu suchen. Und drittens, ich mag keine Franzschnecken. Comprenez? Hier war ein Heckenkünstler am Werk. Der Busch war perfekt gestutzt. Hallo, ich schon wieder. Was wollen Sie? Sie kennen nicht zufällig Mr. Medowskis Fahrer, oder? Vielleicht haben Sie mich vorhin nicht verstanden. Verschwinden Sie! Formschnittgärten waren nie so ganz mein Ding gewesen. Hallo, ich schon wieder. Was wollen Sie? Hübscher Busch. Busch? Das ist so viel mehr als irgendein Busch. Oh, tut mir leid. Das ist Kunst, Schätzchen. Um genau zu sein, Formschnitt. Und jeder weiß ja... Formschnitt ist übertragene Ordnung. Genau. Der bildliche Beweis, dass der Mensch die Natur beherrscht. Eine Metapher des menschlichen Daseins. Schon, aber... Reicht noch nicht, wie? Nicht für die großen Fragen. Das Leben, der Tod. Recht und Unrecht. Sie sagen es. Streben Sie nach Höherem, Monsieur? Tag und Nacht. So ist das menschliche Dasein. Gibt es keinen Ausweg? Doch, schon. Er heißt Meditation, Kontemplation. Verstehe. Das ist unsere einzige Rettung. Da haben Sie mir ja reichlich Stoff zum Nachdenken geliefert. Gern geschehen. Kann ich gut brauchen in dieser schweren Zeit. Das freut mich, Monsieur. Ach ja, also, das ist mein neuestes Werk. Was sagen Sie dazu? Es ist ein sehr hübscher... Ein Adler? Ein Doppeladler? Bravo! Stimmt genau. Ja, das ist ein russischer Reichsadler. Für den Boss. Sie haben es gleich erkannt. Ich schulde Ihnen was, Lady. Sie haben eine seltene Gabe. Wahre Erkenntnis. Nein, bitte. Sie sind derjenige mit der seltenen Gabe. Wissen Sie sonst noch was über Mr. Medowskis Fahrer? Nichts Interessantes, Miss. Wir möchten zu Mr. Medowski. Es geht um die Versicherung für La Malediction. Der Boss empfängt eigentlich nur Leute mit Terminen, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Wenn ich den Boss stören soll, brauche ich einen guten Grund. Er hat viel zu tun.
Verstehe ich, aber ich denke, er wird uns sprechen wollen. Was haben Sie ihm denn so unerhört Wichtiges zu sagen? Ein Gemälde, das ihm gehört, ist gestohlen worden. La Maledictio. Wenn wir seinen Versicherungsanspruch rasch bearbeiten sollen, müsste er mit uns reden. Ich denke, er könnte ärgerlich werden, wenn Sie ihm nicht mal sagten, dass wir da sind. Oder? Okay, okay. Warten Sie, ich rufe ihn mal an. Mr. Medowski? Ja, La Maledicta. Oder Versicherung. Französisch? Ja, ja, Boss. Claro, mach ich. Der Boss interessiert sich für Sie. Das ist nicht immer unbedingt was Gutes. Das Tor müsste offen sein. Ich bring Sie rein. Folgen Sie mir bitte. Mr. Medowski ist gleich bei Ihnen, Madame. So, drin sind wir. Und was jetzt? Wir verklickern ihn, dass die Versicherungssumme bald ausgezahlt wird. Mal sehen, ob wir ihn zum Reden bringen. Ich grüße Sie. Guten Tag, Monsieur. Mein Name ist Nico Collard. Und das hier ist mein Assistent George Stobbart. Sie kommen, um über La Maledictio zu sprechen, ja? Ganz recht. Überrascht mich, Sie zu sehen. In meinem Vertrag mit der Galerie war ausdrücklich vermerkt, dass meine Eigentümerschaft streng geheim zu halten sei. Wie es scheint, liegt ein Vertragsbruch vor. Ein Mann wurde getötet, Monsieur. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Verzeihen Sie die Störung, Monsieur, aber ich fürchte, wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Nun denn. Was ist schon der Verlust eines Gemäldes verglichen mit dem Verlust eines Lebens? Fragen Sie. Wie gelangte La Maledictio in Ihren Besitz? Ich kaufte es bei einer Auktion. Haben Sie eine Quittung dafür? Aber ja, ich habe sie schon an Ihr Büro geschickt. Es dauert meist, bis sowas bearbeitet wird. Was gibt es da zu bearbeiten? Ich besaß das Bild, jemand stahl es und Ihre Firma ist der Versicherer. Ich bin hier das Opfer. Ein Zustand, den Sie mit dem Mordopfer gemeinsam haben. Kannten Sie Henri, den Galeristen? Nur geschäftlich. Mein Restaurator hat mir seine Galerie empfohlen. Hatten Sie persönlichen Kontakt? Nein, nein. Nur per E-Mail. Ich fliege kaum. Ich bin CO2-neutral, wissen Sie? Sehr verantwortungsbewusst, Monsieur. Tja, der Planet rettet sich nicht von selbst. Ihr Restaurator, was hat er mit der Sache zu tun? Hobbs? Er hat La Maledictio nur etwas gereinigt. Nichts weiter. Wir haben Grund zu der Annahme, dass es ein Insider-Job war. Oh, das ist schlimm. Das Personal in der Galerie war eigentlich sehr sympathisch. Aber so ist die menschliche Natur. Das wird meine Forderung ja wohl nicht behindern. Ich bin sicher, es klärt sich bald alles auf. Was verbindet Sie mit Vera Security? Noch nie davon gehört. Es gibt Beweise, dass Sie mit Vera Security in Verbindung stehen. Allmählich klingen Sie wie eine Polizistin, Madame. Wir tun hier nur unsere Arbeit, Monsieur. Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen. Von diesem Hebel würde ich an Ihrer Stelle die Finger lassen. Ich hatte ihn durcheinandergebracht. Das genügte fürs Erste. Natürlich. Wir überprüfen unsere Informationen nochmals. Tun Sie das. Ich denke, das genügt erstmal.
Was schätzen Sie? Wann wird die Summe ausgezahlt? Es wird nicht lang dauern, Monsieur. Wann genau? Sie können mir doch bestimmt ein Datum sagen. Monsieur Medowski, ich bin sicher, Sie... Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Sir. Was ist denn, Shears? Hobbs ist hier. Ich habe zu tun. Er erwähnte die Mappe, Sir. Um Himmels Willen kann der keine simplen Instruktionen befolgen. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Der Gärtner heißt Shears? Schere? Seine Mutter hat ihn bestimmt nicht so getauft. Oh, ein Gruseltyp. Ziemlich cleverer Gruseltyp. Wir haben nichts gegen ihn in der Hand und das weiß er. Hat schlicht geleugnet, etwas mit Vera zu tun zu haben. Wir brauchen was anderes, um ihn zu knacken. Wie wär's mit Marquez als Druckmittel? Das wäre nur Aussage gegen Aussage. Was hätten wir sonst noch? Sehen wir uns mal um. Vielleicht lässt sich irgendwas hier gegen ihn verwenden. Gute Idee, George. Du suchst, ich stehe am Fenster, schmiere. Ein hübsches Zigarettenkistchen mit Intarsien. Der Verschluss war eingerastet. Verstehst du, was sie sagen? Ja. Sie hätte nicht herkommen sollen, Hobbs. Ich hatte doch gesagt, ich bringe das Paket heute noch vorbei. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich es auch kriege. Ich habe noch eine Menge dran zu machen. Das passt mir jetzt gar nicht. Medowski streitet sich mit seinem Besucher Hobbs über die Mappe. Diese Mappe ist wichtig, da bin ich sicher. Russische Romane. Medowski stand eindeutig auf Tolstoi. Medowski in Libyen. Glückliche Zeiten. Was für ein Typ hängt ein Bild von sich und Oberst Gaddafi an die Wand? Ein Typ, der einen Mord begeht, um sein eigenes Bild zu klauen? Ledergebundene Klassiker, zweifellos als Meterware gekauft. Hätt's mir denken sollen, die Tastatur war kyrillisch. Die Symbole kannte ich nicht. Hätte ich mich an die Belegung einer US-Tastatur erinnert, hätte ich es vielleicht rausgefunden. Die Symbole kannte ich. Hätte ich. Russische Roman. Ich bin gerade studieren, wo wir was finden könnten. Gutschein? Wofür denn? Das war ein russischer Privatisierungsgutschein. Warum Medowski das Ding wohl so stolz aufgehängt hatte? Keine Ahnung. Aber wir brauchen hier sicher was. Oder? Es kann doch nicht sein, dass wir hier nichts finden, Freunde. Ja.
Wir haben schon alles eigentlich durch. Medowski hatte eine umfangreiche Büchersammlung über Management. Die 7 Geheimnisse der Führungskraft erschienen 2009. Der Business Bonaparte von 1983. Aufsichtsratsadler oder Managementmaus 1998. Hast du hier wirklich nichts anderes zu sagen? Russische Romane. Medowski stand eindeutig auf Tolstoi. Interessiert mich allerdings sehr wenig, Freunde. Ledergebundene Klassiker, zweifellos als Met. Ja. Wir versuchen mal den Wandschrank zu öffnen oder so. Medowski hatte den Schrank offen gelassen. Auf dem Regalbrett darin lag eine Visitenkarte und eine Nachricht. Ich nahm die Visitenkarte. Auf der Karte stand Wilfried Hobbs, Kunstrestaurator. Ich notierte mir die Adresse und legte die Karte wieder zurück. Ich wollte Medowski ja nicht misstrauisch machen. Dann weiß ich, glaube ich, wie es weitergeht. Die Nachricht lautete L. Serp Zeichnungen zur Ansicht, W.H. Das klang doch vielversprechend. Ob das Gemälde in der Mappe lag, die Medowski an sich genommen hatte? Ich vermutete, die Orden stammten eher nicht vom Moskauer Debattierclub. Es war alles in Kyrillisch, mit Ausnahme einer Zahl. 1869. Das war eine Dankesnotiz von einem britischen Politiker. Medowski hatte wirklich recht dubiose Freunde. Das war Hobbs Visitenkarte. Ich hatte die Adresse schon notiert. Wenn ich mich nach einem Penny bück, bringt er mir den Tag lang Glück. Ein russisches Zarenei. Sah recht schmucklos aus. Unser Medowski scheint ziemlich unterirdische Freunde zu haben. Wie mein Boss sagte, der Typ will unbedingt groß mitmischen. Glücklicherweise hatte die Münze, die ich aufgelesen hatte, genau die richtige Form, um den kaputten Verschluss zu öffnen. Romanovs, dieselbe Zigarettenmarke wie bei Vera Security im Aschenbecher. Schlüssel sind immer nützlich. Dass der das jetzt nicht zumacht. Da war abgeschlossen. Die Tür zum Arbeitszimmer ist jetzt offen. Sagen Sie sonst noch was Interessantes? Warte mal. Hören Sie, Hobbs. Nehmen Sie die Mappe und tun Sie Ihre Arbeit. Sie sind nervös und das mag ich nicht. Nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe trotzdem ein paar Fragen. Fragen mag ich auch nicht. Machen Sie schnell. Ich habe 2 Leute kommen sehen. Wer waren die? Sahen wie Bullen aus. Die waren von der Versicherung. Ist denn... Hobbs will die Mappe mitnehmen. Was da auch drin ist, es ist wichtig. Wir müssen dranbleiben. Ich habe Hobbs Adresse von seiner Karte. Wenn wir hier fertig sind, sollten wir mal hinfahren. Okay, George, aber schnell. Medowski wird bald zurück sein. Ich sehe mich mal im Arbeitszimmer um. Okay. Wow, an diesen Wänden müssen Millionen von Dollars hängen. Die Schublade war offen. Mir blieb fast das Herz stehen. Aber da drin lag nur eine Schokoriegelverpackung. Diese Bilder hätten Kenner in stundenlanges ehrfürchtiges Staunen versetzt. Aber ich hatte keine Zeit dafür.
Der Aschenbecher war voller Zigarettenkippen. Romanows. Das war ein kostbarer Stuhl. Der Schreibtisch war umwerfend. Eine Geheimschublade sprang auf. Ich wusste, das Veröffentlichungsdatum wäre bedeutsam. Endlich würde ich Medowskis Geheimnisse lüften. Das war auf keinen Fall Medowskis Sockenschublade. Hey Nico, schau dir das mal an. Wir sind fündig geworden. Warte, ich komm schon. Sieh an, ein Brief von einem Typ namens Genen. Seine Firma Wolfram will La Maledictio kaufen. Sie bieten weit mehr als den Schätzwert. Irgendetwas, das Medowski und Vera verbindet? Schauen wir mal. Na bitte, ein Mietvertrag für Vera Security. Aha, das wäre ja der gesuchte Beweis. Halt mal. Was ist das? Eine Spesenabrechnung von Shears. Waterloo Motors. Rechnung für einen Helm. Belege aus Paris. Madame Le Trex. Hotel Britannique. Pizza. Nico, Pizza. Ich glaube, unser Freund Shears könnte Henris Mörder sein. George, wo sind wir da reingerutscht? Ich habe gerade die Vordertür gehört. Medowski kommt zurück. Bring alles wieder in Ordnung. Schnell! Mach ich. Er wird nie vermuten, dass wir sein Haus nach Beweisen durchsucht haben. George, die Münze. Verdammt, keine Zeit. Cool bleiben, Nico. Lass mich nur machen. Verzeihen Sie, dass ich Sie warten ließ. Wie Sie sicher ahnen, ist meine Zeit kostbar. Schon gut, Mr. Medowski. Ich denke, wir waren auch fast fertig. Und die Zahlung? Sehr bald, Monsieur. Sehr bald. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nette Orden haben Sie da, Mr. Medowski. Ich habe meinem Land gedient. Irgendwo Interessantes? Tschetschenien. Mal da gewesen? Nein, leider nie das Vergnügen gehabt. Ist das eine Erstausgabe von Krieg und Frieden? Aber ja, 1869 gedruckt. Ein großes Jahr für die Literatur meines Landes. Und Tolstoi ist der Meister. Sind Sie das da auf dem Bild mit Oberst Gaddafi? Ein wunderbarer Mensch. Die Impressionisten haben ihn ziemlich geprägt. Und man kann wohl sagen, er hat Libyen ziemlich geprägt. Und was brachte Sie ins Kunstgeschäft, Mr. Medowski? Ein Auge für große Künstler, die Wertschätzung edler Kultur und die Liebe zu dem, was Ihre Landsleute den Greenback nennen. Sie waren gewiss bestürzt über den Raub von La Maledictio. Ja. Und enttäuscht, dass jemand für ein so unbedeutendes Werk über Leichen geht. Dieser Hobbs, ist das ein guter Freund von Ihnen? Nein, wir machen nur Geschäfte zusammen. Das hatten wir doch schon. Wenn Sie dann jetzt fertig wären, ich habe sehr viel zu tun. Vielen Dank für Ihre Zeit, Monsieur Medowski. Wir melden uns bald bei Ihnen. Tja, Preisfrage ohne Preis. Wo geht's jetzt hin? Zu Hobbs natürlich. Die Kandidatin hat 100 Punkte. Medowski ist ziemlich dubios. Oder was meinst du? Aber unsere Story hat er geschluckt. Du bist echt gut als Versicherungsfuzzi, George. Ja, wer hätte das gedacht? Bis der kapiert, dass es uns gar nicht um seine Schadensforderung geht, ist der Fall gelöst. Und wir trinken auf unseren Erfolg. Hoffen wir es mal.
Sieht nach Regen aus. Komm, das Taxi ist unseres. Taxi! Wir haben soeben die Route des typischen London-Touristen verlassen. Schätze, dieser Hobbs legt wenig Wert auf Besuch. Nicht gerade der Ort, an dem man einen Restaurator alter Meister erwarten würde. Naja, wenn er keine Aufmerksamkeit erregen will. Unsere hat er erregt. Schauen wir, was Hobbs über La Maledictio weiß. Und versuchen wir, einen Blick in die Mappe zu werfen. Tja, aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Wenn es dann wieder heißt, Baphomets Fluch 5. Der Sündenfall. Tüdelö.